Hallo zusammen. Japan, Marokko, Kalifornien und Deutschland. Das erwartet Sie heute bei Stadtland Kunst. Unsere Reise nach Tokio wird sich tief einprägen. Wir lassen uns dort ein traditionelles Tattoo stechen. Doch noch heute sollte man die faszinierenden Kunstwerke lieber verstecken. In San Diego erinnern wir uns an eine brutale Geschichte. Die Chicanos wurden Opfer der größten Deportation in der amerikanischen Geschichte. Und schließlich das unwiderstehliche Rezept des Tages, Gazellenhörnchen. Jedes Land in Afrika hat so seinen eigenen Trick. In Marokko überzieht man die Mandeln mit einem Teig, der eine leichte Orangennote hat. Ein Halbmond zum Anbeißen. Aber zunächst natürlich das Rätsel. Wie gelang es den Briten, den Taj Mahal während des Zweiten Weltkriegs verschwinden zu lassen? Damals steht Indien unter britischer Herrschaft und man befürchtet, dass der Palast von Japan bombardiert wird. Durch sein helles Weiß ist der Taj Mahal aus der Luft besonders gut sichtbar. Um das zu verhindern, lassen sich die Briten etwas einfallen. Was? Das erfahren Sie am Ende der Sendung. Bei unserer ersten Etappe heute gibt Brahms den Takt an. Seine Musik ist heute überall zu hören, ob in einer Version von Gainsbourg oder als Wiegenlied für die Kleinsten. Wir reisen jetzt nach Hamburg, in die Stadt, in der der Meister geboren wurde. Ist der Weltschmerz, der die dritte Symphonie von Johannes Brahms prägt, etwa Ausdruck der Sehnsucht nach Hamburg, die der Komponist der Romantik sein Leben lang verspürt? Die Stadt, in die er Anfang des 19. Jahrhunderts hineingeboren wird und der er noch nicht einmal 30-jährig den Rücken kehrt, wird ihn und er sie nie ganz hinter sich lassen. Denn hier in der weltoffenen Hansestadt findet Brahms alle notwendigen Voraussetzungen für seine Kompositionen. Sie beflügelt seine Fantasie und liefert die Grundlage für seine Werke. In den 1830er Jahren zieht Hamburg mit seinem Freigeist und seinem aufstrebenden Wohlstand all jene an, die ein Auskommen suchen, so wie Brahms Vater. Aus allen Ländern Europas strömen die Menschen hierher und das Gängeviertel im Westen der Stadt platzt bald aus allen Nähten. Das zeigt, dass Hamburg als aufstrebende Stadt gesehen wurde. Es gab viele reiche Kaufleute, aber es gab auch viele, viele handeltreibende Leute. Und es gab Menschen noch sozial darunter, nämlich zum Beispiel Tagelöhner und viele Arbeitslose. Solche Menschen lebten bevorzugt in ärmeren Vierteln, zum Beispiel in den Gängevierteln. Die haarsträubenden Zustände, die zur Zeit von Brahms Geburt hier herrschen, kann man sich im Hamburg von heute gar nicht mehr vorstellen. Man muss sich vorstellen, dass die Häuser noch über einen Meter näher zusammenstanden. Es gab ganz wenig Himmel, wenn man zu den Häusern wollte. Die Gänge waren sehr schmal, manchmal kam nur ein Mensch durch. Die Hinterhöfe waren dunkel. Wenig Licht, es gab viel Krankheit, sehr viel Kriminalität. Man hat gehört von Menschen, die Fremde in dieses Gewirr von Gängen lockten und sie dann schön ausraubten. In so einer Atmosphäre wächst Brahms auf. Seine Familie ist bettelarm, aber begeistert von Musik. Als vielseitiger Musiker spielt der Vater Kontrabass, Horn und Geige. Sein Repertoire reicht von ernsten Werken bis zur Volksmusik. Und ich denke mir, dass der kleine Johannes von Geburt an von Musik umgeben war. Der Vater übte zu Hause,
Der spielte mehrere Instrumente und das Erste, was der Vater versuchte, er wollte dem kleinen Jungen auch Musikinstrumente beibringen. Also Violine, Geige und auch Cello hat der kleine Johannes gelernt. Aber er wusste sehr schnell, er wollte Klavier spielen lernen. Der junge Brahms erweist sich als besonders begabt am Klavier. Wegen seines vielversprechenden Talents an diesem Instrument hat er sogar Anspruch auf kostenlosen Unterricht bei den bedeutendsten Lehrern der Stadt. Und wenn er zum Klavierunterricht ging, musste er eine ganz weite Strecke laufen. So denke ich, dass dieses Hamburg, das war ihm vertraut, das war seins. Und ich kann mir vielleicht Johannes mit 10, 9, 8, 11 gar nicht so gut vorstellen als den Raufbold auf der Straße oder in den Gängen, sondern er war ein Junge, der für sich lebte und seine eigene Welt hatte, die Welt in Tönen. Das musikalische Universum, in dem er lebt, setzt Brahms schon in jungen Jahren in Kompositionen um. Weil es bei ihm daheim eng zugeht, kann er dort nicht üben. Deshalb sucht er eine Anstellung bei einem der vielen Klavierbauer im Stadtzentrum. Von denen gibt es heute noch einige, ganz nah bei der Elbphilharmonie. In der Instrumentenwerkstatt demonstriert der junge Klaviervirtuose nicht nur sein Können, sondern nutzt auch die Gelegenheit zu üben und erste Kompositionen zu entwerfen. Wie dieses schelmische Scherzo, das er mit 18 Jahren geschrieben hat. Es ist zwar ein frühes Werk, aber es ist wirklich schon perfekt, so auf seine Art. Und hat auch, finde ich, noch einen sehr romantischen Duktus, eine Prise Schauerromantik. Trotz der vermeintlichen Leichtigkeit des Scherzos zeichnet sich Brahms Musik durch die Tiefe der zum Ausdruck gebrachten Gefühle aus, durch überbordende Leidenschaft und Melancholie. Hochgefühle, die er auch in der Michaeliskirche, dem Michel, erlebt, wo er getauft wurde. Viele Stunden verbringt der junge Brahms hier, nicht wegen der Messen, sondern wegen der Orgelmusik und des Chorgesangs, die ihm zu Herzen gehen, vor allem dann, wenn Bach gespielt wird. Die Kirche ist sehr auffällig für Hamburg und für Norddeutschland, weil es eben nicht der norddeutsche Backsteinbau ist, sondern eine große, sehr große barocke Kirche ist. Anfänglich nannte man das die Kirche der Armen. Ich glaube, der Michel, das kann man ruhig sagen, ist Johannes Brahms Kirche. Ich denke, auch seine Lebensentscheidungen und Handlungen basieren auf dem protestantischen Glauben. Und das ist immer ein Respekt des anderen Menschen. Das ist Fleiß und Geduld und sich beugen können. Ein Kirchgänger, wie gesagt, war er nicht. Er ging eigentlich überhaupt nicht in die Kirche. Man sieht aber an Brahms Werk, wie eng die Verbindung war, von Anfang bis zum Lebensende. Immer mit dem Glauben und auch mit der Bibel. Als Brahms die ersten Entwürfe für sein deutsches Requiem skizziert, schöpft er Anregungen aus der Lutherbibel. Sie sind mehr geistiger als religiöser Natur. Es ist in diesem Requiem immer wieder von dem Leid der Menschen die Rede, von dem kurzen Leben und von dem Tröstungsgedanken. Der Name Christus ist eigentlich nicht erwähnt, aber es geht schon um Erlösung und um Tröstung für die Trübsal, die Menschen auf der Erde erleiden müssen.
Es ist das große Werk für Hamburg von Brahms geworden. Doch viel eher als ein Hort der Spiritualität ist Hamburg ein weltoffener Hafen. Und Brahms leiht sein Ohr unermüdlich den neuen Einflüssen, die in der Handelsstadt den Takt angeben. Es wurde an vielen Ecken dieser Stadt Musik live aufgeführt. Der junge Johannes Brahms hat auf allen diesen Bühnen mitgespielt. Man trifft sich mitten in der Stadt, um Musik aus aller Welt zu lauschen. Konzerte und Veranstaltungen aller Art werden in den Cafés entlang der Binnenalster gegeben. Und auch Brahms nimmt daran teil. An einem dieser kosmopolitischen Orte, ähnlich dem heutigen Alster-Pavillon, lernt er, und das ist belegt, einige Ungarn kennen. Sie sind auf der Flucht vor dem Unabhängigkeitskrieg von 1848 und versuchen von Hamburg aus nach Amerika zu gelangen. Und eines Tages hatte er dort eine ganz besonders wichtige Begegnung. Er traf nämlich auf den ungarischen Geiger Eduard Remenui, der Brahms sehr tief beeinflusste. Auch spielten die beiden dann zusammen auf einer Tournee ungarische Weisen und Melodien. Und so kam es dann, dass er Jahre später diese Volksweisen in diese so berühmten ungarischen Tänze auskomponiert hat. Weit weg von der expandierenden Großstadt mit rußgeschwängerter Luft lernt das Wunderkind 13-jährig auch die Ruhe der Natur und des Landlebens kennen. Brahms kommt ins 30 Kilometer südlich gelegene Winsen. Großbürgerliche Familien laden ihn dorthin ein, um auf ihren Landsitzen für sie zu spielen. Er verbringt viel Zeit damit, ihre Bibliotheken zu durchstreifen, wo er die großen Geister der deutschen Literatur entdeckt. Hallo Martin. Hallo. Grüß dich. Lass uns da reingehen. Ja, grüß gerne. Dich. Ja. Hier hat er Goethe, Heinrich Heine, Schiller gelesen. Aber er war viel zu bescheiden, zu ängstlich, um diese Gedichte selbst zu vertonen. Er hatte eine unheimliche Angst, diese Dichtkunst der Großen zu beschädigen. Eigentlich eine falsche Bescheidenheit für einen so großen Mann. Den Text für dieses Wiegenlied entdeckt Brahms in einem Kinderbuch. Und die Melodie, die er dazu komponiert, ist so zart, dass sie zu einer der berühmtesten der klassischen Musik wird. Hat der Brahms dann auch gleich hier zu dirigieren begonnen, oder? Ja, sein Talent sprach sich in der Stadt blitzschnell herum. Aha. Und der Winsener Lehrerchor, der hat ihn im Konfirmandenalter als Dirigenten akzeptiert. Okay. Das war natürlich für ihn ganz was Großes. Und so hat er für diesen Chor auch Lieder geschrieben. Davon ist eins ein Liebeslied. Mhm. Und das andere? Und das andere, das ist so ein richtiges Lied für Männerchor. Vivat und ins Horn geblasen. Ah, ist es das? Vivat und ins Horn, ich stoße, vivat, wie hell es klingt. Genau das. Ah, genau okay. Das. Ist aber schön hier. Ja. Und das ist das, was Brahms hier kennengelernt hat. Unberührte Natur. Er hat die Kröten und Frösche quaken hören und die Vögel zwitschern hören. Das war für ihn Natur pur. Das ist ja noch so ein Nachhall der Romantik, dass man die Ursprünglichkeit der Natur erleben wollte.
Mit 29 Jahren verlässt Brahms Hamburg, um sich in Wien niederzulassen, wo er seinem Talent entsprechend aufgenommen und gefeiert wird. Doch die Bindung an seine Heimat und die leidenschaftliche Liebe zu ihr verlassen ihn nie. Sie sind bis zu seinem Tod im Jahr 1897 in seinem Werk spürbar. Brahms hatte auch eine Vorliebe für Wein und Frauen, genau wie ein gewisser Fritz Honka, außer dass der auch Serienmörder war, der bekannteste in Hamburg, kaum zu glauben. Es geht um einen Fall aus den frühen 1970er Jahren, als weder Olaf Scholz noch Angela Merkel das Kanzleramt innehaben, sondern Willy Brandt. Der tritt 1974 aufgrund eines Spionageskandals in den eigenen Reihen zurück. Der Hamburger Kiez St. Pauli ist noch nicht so hip wie heute. Hier tummeln sich die sozial Abgestiegenen. Matrosen ohne Schiff, Arbeiter ohne Baustelle, ehemalige SS-Leute und ziemlich betagte Prostituierte. Gegen die Langeweile wird gebechert. Na, darf's noch ein Schnaps sein? In St. Pauli wohnt auch Fritz Honka. In der Kiezkneipe Zum goldenen Handschuh ist er Stammgast. Seit seiner gescheiterten Ehe lebt er in einer kleinen, heruntergekommenen Wohnung. Fritz ist nur 1,68 Meter groß und kein hübscher Kerl. Wie ein Held sieht er nicht aus. Trotzdem widmet ihm der Romanautor Heinz Strunk ein Buch, das von Fatih Akin verfilmt wird. Im goldenen Handschuh geht es um einen ganz normalen Typen Anfang der 70er, der sich allerdings in ein Monster verwandelt. Im Dezember 1970 ermordet er die erste Frau in seiner Wohnung. Eine 42-jährige Friseurin, die sich gelegentlich prostituiert. Ihre Leiche zerstückelt und verteilt er in seiner Behausung. Trautes Heim, Glück allein. 4 Jahre später schreitet er erneut zur Tat. Im Abstand von einigen Monaten tötet er 3 weitere Frauen bei sich zu Hause. Und auch ihre Leichen werden zerstückelt. Fritz hat sich übrigens der Leichenteile der ersten Frau nicht entledigt. Und so rotten die schon seit 4 Jahren bei ihm zu Hause vor sich hin. Um den Verwesungsgeruch zu übertünchen, kauft Fritz Duftblöcke. Als es zu einem Brand in seiner Wohnung kommt, entdecken die Feuerwehrleute die Leichen. Oder zumindest ihre Überreste. Fritz Honka gesteht seine Taten sofort. Er kann sich aber nicht mehr an alles erinnern. Alkohol war jedes Mal im Spiel. Er wird zu 30 Jahren Haft verurteilt, 1993 entlassen und stirbt 5 Jahre später im Alter von 63 Jahren. Falls Sie tätowiert sind, sollten Sie sich bei unserer nächsten Etappe lieber bedeckt halten. In Japan sind Tattoos noch heute tabu. Zum Glück haben Sie mit uns einen guten Reiseführer. Schlangen, Jadedrachen, Lotusblüten. Eine Orgie aus Farben und Formen. Es sind sinnliche, zu Leinwand gewordene Körper, die ins ferne Asien entführen. In Japan nennt man diese Tätowierungen Irezumi, die Tinte einführen. Die Kunst des Tätowierens ist uralt und raffiniert, aber in der streng reglementierten japanischen Gesellschaft auch sehr verpönt. Im 20. Jahrhundert erkennt die japanische Mafia Yakuza so ihre Mitglieder. Heute werden Tätowierte aus Schwimmbädern und Sporthallen verbannt. Das Tattoo erzählt die Geschichte des rebellischen Japan. Von mittelalterlichen Kriminellen, die von der Polizei zwangstätowiert werden, bis zu einfachen Stadtbewohnern, die mit ihren Tätowierungen die Herrschaft der Samurai anfechten. Das zunächst öffentlich sichtbare Tattoo wird schließlich ein Geschäft des Untergrunds. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich darf ausnahmsweise meine Tattoos zeigen. Die Schönheit westlicher Tattoos will sich zeigen und die der japanischen Tattoos will verborgen sein. Im Zentrum des alten Tokio, in einer Gasse des Sumida-Viertels, zeigt uns Mio Kawasaki einen geheimen Ort. Dieser altmodische Salon ist nur Eingeweihten zugänglich.
Hier gibt es keine Maschinen. Der Tätowiermeister arbeitet wie früher von Hand mit einem Holzstift, der unter die Haut gedrückt wird. Hunderte winzige Einkerbungen pro Minute. Eine äußerst schmerzhafte Feinarbeit. Eine traditionelle Tätowierung verlangt jahrelange Arbeit. Natürlich ist eine Maschine sauberer und schärfer. Bei handgestochenen Tattoos sieht man noch ein paar Spuren des Stifts. Man erkennt sie sofort. Ich mache fast alles mit der Hand. Außer den Zahlen. Die ersten Tätowierspuren auf dem Archipel reichen 10.000 Jahre zurück. Für die meeresnahen Völker sind die Zeichnungen auf dem Körper von magischer Bedeutung. Manche Taucher und Taucherinnen tätowierten sich im Glauben, so vor Haiangriffen oder vor dem Ertrinken geschützt zu sein, wie ein Talisman. Wenn Fischer aufs Meer hinausfuhren und ertrinken sollten, konnte man ihre aufgeschwollenen Körper an den Tätowierungen erkennen. Ab dem 13. Jahrhundert entwickelt sich im aufstrebenden Japan ein einzigartiger Umgang mit Tattoos. Sie werden als Strafe eingesetzt. Feudale Richter setzen sie mit Gewalt durch, zu einer Zeit, da Kriminelle noch mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt werden. Bis zum 16. Jahrhundert, der Sengoku-Zeit, herrschte in Japan Bürgerkrieg. Alle töteten sich gegenseitig. Die Strafen waren brutal und blutig. Man schnitt den Verbrechern die Nase, die Ohren und die Finger ab. Manchmal überlebten die Gefolterten nicht. Außerdem war das hygienisch ein Problem. Um die Strafen zu mildern, führte man also die Bestrafung durch Tätowierungen ein. Diese Tätowierungen bestanden in der Regel aus einem schwarzen Streifen. Dieben stach man diese Zeichen ins Gesicht. Wurde jemand zum ersten Mal verhaftet, gab es eine Linie. Beim zweiten Mal waren es zwei. Nach drei Linien kam dann das Todesurteil. Um die Verurteilten zu demütigen, zeichnete man ihnen manchmal auch das Schriftzeichen für Hund auf die Stirn. Die Tätowierung wird auf sichtbare Körperteile gezeichnet, da sie von allen gesehen werden soll. Sie zieht eine Trennlinie zwischen normalen Bürgern und Ausgestoßenen. Damals gab es zwischen den einzelnen Lehen Kontrollpunkte, weil die nicht beleuchteten Straßen sehr gefährlich waren. Und deshalb sorgte man dafür, dass gefährliche Menschen erkannt werden konnten. Im 17. Jahrhundert herrscht in Japan endlich Frieden. Die Shogune, mächtige Militärführer, regieren das Land mit eiserner Hand von ihrer neuen Hauptstadt Edo aus, dem alten Namen von Tokio. Mit über 1 Million Einwohnern wird Edo Ende des 18. Jahrhunderts zu einer der größten Städte der Welt. Im Stadtteil Asakusa wimmelt es nur so von Läden, Tempeln und Handwerkern. Alles erinnert an die Blütezeit. Die japanische Gesellschaft ist damals zweigeteilt. Auf der einen Seite die großbürgerlichen Samurai, für welche Tätowierungen als vulgär gelten. Auf der anderen Seite das einfache Volk, das in der Unterstadt so lebendige Viertel wie Asakusa bewohnt. Hier wird die Tätowierung zum Stolz und Erkennungszeichen vieler Handwerkszünfte, weit weg von den strengen Blicken des Shogunats. In der Edo-Zeit war es sehr in Mode, sich tätowieren zu lassen. Zuerst stellten Feuerwehrleute ihre Tattoos zur Schau, wenn sie durch die Stadt liefen. Und dann folgten auch andere mit körperlich anstrengender Arbeit. Fischhändler, Träger, Postboten und so weiter. Viele aus diesen Berufsgruppen waren durch ihre Tätowierungen erkennbar. Die eingestochenen Zeichnungen stellten die Identität der Personen und ihre Spitznamen dar. Man nannte Leute nach ihren Tätowierungen, zum Beispiel den Drachen. Manche Prostituierte ließen sich als Zeichen ihrer Treue zu bestimmten Kunden tätowieren.
Einige ließen sich auch den Namen ihres Liebhabers stechen. Das war ein Liebesbeweis. Gleich einem Ornament bedecken Tattoos bald den ganzen Körper. Die Behörden des Shogun versuchen dagegen zu wirken. Sie wollen nüchterne Sitten und eine respektable Kleiderordnung durchsetzen. Man durfte damals keine auffälligen Kimonos tragen. Sich zu tätowieren galt als eine Form ironischer Rebellion. Wenn die bunten Kimonos verboten sind, dann bemalen wir eben unsere Körper. Diese mit Gravuren versehenen Körper nennt man Horimono. Sie machen aus einem Tätowierer einen Meister, vergleichbar mit den berühmten Kupferstechern und Gravierern. Die Verbreitung von Tätowierungen auf dem Archipel ist auch einem beliebten Buch zu verdanken, dem Suikoden. Einige tätowierte Helden kämpfen darin gegen korrupte Politiker. Doch 1868 kommt der Kaiser und mit ihm die Meiji-Restauration an die Macht. Der junge Monarch will eine moderne, reinliche Gesellschaft aufbauen. In dem Glauben, den Westen als Vorbild zu nehmen, lässt er 1872 Tätowierungen als barbarisch verbieten. Vieles wurde illegal. Wer nackt arbeitete, musste sich bekleiden. Gemischte Bäder wurden getrennt. Man führte westliche Kleidung ein. Die Japaner fürchteten, dass Ausländer ihre Tätowierungen als primitiv wahrnehmen würden. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Als die japanische Regierung die englische Königsfamilie empfing, wollten selbst die Engländer sich tätowieren lassen. Ausländische Reisende sehen in den japanischen Tätowierungen eine geheimnisvolle Schönheit. Sie führt zur Japan-Leidenschaft der Europäer Ende des 19. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchen auch amerikanische Soldaten im Viertel Kabukicho nach diesem Ruch des Verbotenen. Das größte Rotlichtviertel des Archipels befindet sich im Herzen Tokios. Doch Liebesdienste stehen gar nicht im Fokus. Die westlichen Besucher interessieren sich vor allem für die japanischen Tätowierungen, die 1948 von General MacArthur, der damals das Land regiert, legalisiert werden. Bei den Japanern hingegen sind Tätowierungen nach wie vor verpönt, da die aufstrebende Mafia sie als Erkennungszeichen für ihre Mitglieder nutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Tokio und Japan völlig verwüstet. Es entstanden Notunterkünfte und ein Schwarzmarkt. Die Yakuza wurde notwendig. Man brauchte zusammengeschweißte Organisationen, die in den vielen Gebieten, die die Polizei nur schwer kontrollieren konnte, für Ordnung sorgen konnten. Von der Polizei geduldet, werden die Verbrechersyndikate allmächtig. Japan ist eines der wenigen Länder, in denen diese Kriminellen offizielle Büros und Sprecher haben. In Kabukicho kontrollieren sie das Nachtgeschäft. Wir haben keine genauen Daten, aber Yakuza waren wahrscheinlich nur in den seltensten Fällen nicht tätowiert. Durch Tattoos zeigten sie, dass sie von sich aus außerhalb des Gesetzes und der Gesellschaft standen. Büroangestellte in Japan konnten auf keinen Fall tätowiert sein. Heute kann jemand mit Tattoo keine Versicherung abschließen. Er darf nicht ins Schwimmbad oder in die Therme gehen. Seine Kinder werden in der Schule gemobbt. Trotz all dem tragen die Yakuza dieses Stigma auf ihrer Haut, um allen zu zeigen, dass sie nicht zur normalen Gesellschaft gehören. Ob der Karpfen als Symbol für Erfolg, der Tiger als Emblem für Mut, die Pfingstrose, die Stärke symbolisiert, oder die Inschrift des Namens ihres Anführers. Die Yakuza markieren in ihrer Haut eine lebenslange Bindung an die Welt des Verbrechens. Natürlich dürfen Polizisten nicht tätowiert sein. Wer Polizist werden möchte, wird genauestens untersucht, dass er sicher kein Tattoo hat. Heute hat die japanische Polizei das Land wieder unter Kontrolle. Und die Yakuza halten sich in Kabukicho bedeckt. Manche Jugendliche jedoch sind weiterhin von den Zeichnungen auf der Haut fasziniert. Nachts haben einige keine Angst mehr, ihre Tätowierungen zu zeigen. Rapper の入れ墨をちょっと真似した感じ。
Ich habe mich von den Tattoos eines Rappers inspirieren lassen. Dieser Rapper spricht über Drogen und ich bin Drogenverkäufer. Wenn ich mit Freunden oder Frauen unterwegs bin, verstecke ich sie meistens. Denn in letzter Zeit wurde ich oft von Polizisten angehalten. Er hat eine relativ modische Tätowierung. Sie reicht bis zur Hand. Die Tätowierungen der Yakuza zeigen ganz andere Motive. Und vor allem kann man sie alle leicht verstecken. Die wahren Tattoo-Rebellen trifft man in einem anderen beliebten Stadtteil von Tokio, Ueno. Einmal im Jahr treffen sich dort Tattoo-Clubs in einer Bar. Es ist eine Art Geheimgesellschaft von Liebhabern der Tintenzeichnungen aus allen sozialen Schichten und Generationen. Endlich können sie hier stolz ihre beeindruckenden Körperverzierungen zur Schau stellen. Für den ganzen Oberkörper habe ich insgesamt fast 6 Jahre gebraucht. Dann kam nach und nach der Rest. Normalerweise trage ich jeden Tag eine dicke Schicht Make-up auf mein gesamtes Gesicht auf. Außerdem setze ich eine Perücke auf. Denn in Japan werden Tätowierungen nicht akzeptiert. Die Schönheit von Tätowierungen fasziniert mich schon seit 40 Jahren. Für mich sind Tattoos das Schönste auf der Welt. Ich wünschte, die Gesellschaft würde tätowierte Menschen akzeptieren. Ich habe schon mal probiert. Heute lernen wir, wie man dieses Gebäck zubereitet. Kab El Ghazal heißen sie in Marokko. Wörtlich übersetzt Gazellenfersen. Eigentlich sind diese Gazellenhörnchen gar nicht so kompliziert. Vor allem mit den Tipps von Usama, den wir jetzt in Marrakesch treffen. Hallo, wie geht's dir? Hast du heute schöne Mandeln für mich? Ich nehme immer marokkanische Mandeln. Die sind schön fettig. Ideal für den Mandelteig. So gelingt er viel besser. Das Gazellenhörnchen ist die Krönung der marokkanischen Patisserie. Es darf in keinem Haushalt fehlen. Hier sind unsere Mandeln. Ich habe sie in Wasser gekocht, dann geputzt, die Haut abgezogen und abgetrocknet, so kann man sie besser verarbeiten. Das hier ist Orangenblütenwasser, Zimt und Gummi Arabicum für den Geschmack. Mit dem Teig fangen wir an, denn der muss anschließend etwas ruhen. Dafür nehmen wir Mehl, eine Prise Salz, etwas Zucker und mischen es mit dem Orangenblütenwasser. Zum Schluss kommt etwas geschmolzene Butter hinzu. Der Teig muss gut durchgeknetet werden und dann 2 Stunden ruhen. So lässt er sich leichter ausrollen. Während der Teig ruht, machen wir uns an die Füllung. Dafür mahlen wir die Mandeln und fügen Zucker hinzu. Dazu kommt jetzt Zimt, Orangenblütenwasser und zum Schluss noch geschmolzene Butter. Das Gummi Arabicum zerstoße ich ein bisschen, damit es seinen Geschmack entfalten kann. Jetzt kommt die Füllung für 20 Minuten in den Kühlschrank. So lange können Sie in den Pool hüpfen oder eine kleine Siesta machen.
Unser Teig und unsere Füllung haben nun genug geruht. Jetzt können wir die Gazellenhörnchen formen. Den Teig rolle ich gut aus. Er muss schön dünn sein, damit er den Mandelgeschmack nicht übertüncht. Jetzt legen wir die Füllung hinein und umhüllen sie so mit dem Teig. Man muss ihn fest mit dem Finger andrücken und einen Halbmond formen. Diese Leckerei wurde im 18. Jahrhundert in Fes erfunden. Das Rezept ist immer noch das gleiche. Wir bestreichen sie mit Eiweiß und stechen mit einer feinen Nadel kleine Löcher ein. Das ist wichtig, damit der Teig nicht zu sehr aufgeht. In Marokko trinken wir zum Gebäck immer frischen Minztee. Wer lieber Kaffee dazu möchte, auch gut. Mit unserem Tee à la Mente aber schmeckt es einfach himmlisch. Lecker. Bei Stadtland Kunst erzählen wir oft Geschichten, die einen aktuellen Bezug haben. Leider haben aus der heutigen Geschichte aus San Diego gewisse US-Präsidenten nichts gelernt. Ich erzähle sie an der mexikanischen Grenze. Die Bucht von San Diego an der Pazifikküste zieht mit ihrem angenehmen Klima und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten kaufkräftige Amerikaner an. Doch unter den Freeways, die an die mexikanische Grenze führen, zeigt sich eine andere Facette von San Diego. Im Chicano Park zeugen Murals vom Kampf der Latino-Community. Der Chicano Park rund um die Coronado Bridge birgt die traurige Erinnerung an die größte Deportation der US-amerikanischen Geschichte. Pedro Rios ist Chicano. Das bedeutet, er ist eine Person mit mexikanischen Wurzeln, die in den USA geboren wurde. Heute erzählt er uns die Geschichte seiner Gemeinschaft. San Diego ist ein interessanter Ort, denn er liegt an der Grenze zu Mexiko. Es gibt eine starke Bindung zwischen San Diego und Tijuana, den USA und Mexiko. Die Bindung verstärkt sich, als die mexikanische und die US-amerikanische Regierung 1942 ein Abkommen unterzeichnen, das es Mexikanern erlaubt, vorübergehend in den USA zu arbeiten. Mit dem Bracero-Programm begegnet die US-Regierung dem Mangel an Saisonarbeitern in der Landwirtschaft in der damaligen Kriegszeit. Früher hat ganz San Diego zum mexikanischen Territorium gehört. Hier in der Altstadt sieht man zum Beispiel noch Spuren von früher. In San Diego gibt es nicht nur Mexikaner und Chicanos, sondern auch Menschen aus Lateinamerika oder mit lateinamerikanischen Vorfahren. Mit ihrer lateinamerikanischen Abstammung machen sie das für San Diego typische soziale Gefüge aus. Nach dem Krieg strömen weiterhin Wirtschaftsflüchtlinge ins Land. Sie kommen auf legalem oder illegalem Weg. Die Immigration nimmt ein Ausmaß an, das die Regierung von Präsident Eisenhower beunruhigt. 1954 wird die Operation Wetback gestartet. Wetback verweist auf den nassen Rücken der Mexikaner, die schwimmend den Grenzfluss Rio Grande durchqueren. Das Ziel dieser Operation ist es, möglichst rasch möglichst viele Mexikaner zurückzuschicken. Rückführungen gab es bereits früher, doch diese Operation prägt die öffentliche Meinung. Die USA haben also im Laufe ihrer Immigrationsgeschichte mit Hilfe von Vollzugsmaßnahmen bestimmt, wer hier leben durfte und wer nicht.
In einigen Fällen hat das dazu geführt, dass Menschen gewaltsam zum Verlassen des Landes gezwungen wurden. Eisenhower ernennt General Joseph Swing zum Leiter der Operation. Dieser plant sie mit militärähnlichen Strategien, so als wäre man im Kriegszustand. Viele mexikanische Arbeiter wurden für die Feldarbeit in die USA gebracht. Und dann wurden sie plötzlich als entbehrlich betrachtet und des Landes verwiesen. Als es Soldaten gab, die von den Einsätzen der US-Armee heimkehrten und nach Arbeit suchten. Im Sommer 1954 werden überall massenhaft Latinos verhaftet, nur wegen ihrer Herkunft. Das ist größtenteils auf dem Schienenweg passiert. Die Menschen wurden in Züge gesetzt und in Grenzstädte gebracht, von wo sie nach Mexiko überführt wurden. So war das bei den meisten Rückführungen. Das habe ich bei meiner Recherche festgestellt. Ich glaube, das Schlimmste daran war, dass die Gemeinschaften auseinandergerissen wurden. Denn es gab Gemeinschaften in den USA, die gut vernetzt waren. Im Südwesten, in Los Angeles und San Diego. Es waren sehr gewalttätige Aktionen, bei denen die Menschen keine Gelegenheit hatten, ihre Häuser oder ihre Geschäfte zu schließen und so bei der Abschiebung alles verloren haben. Mit dem Bus, dem Schiff oder dem Flugzeug werden die Abgeschobenen irgendwo in Mexiko ausgesetzt. Auf ihren Märschen unter sengender Sonne sterben einige von ihnen vor Erschöpfung. Viele haben geglaubt, nicht betroffen zu sein, weil sie US-Bürger waren. Viele Familien wurden getrennt und auseinandergerissen. Es ist ein tragisches Kapitel der US-Geschichte, dass so viele Menschen mit der Operation Wetback getrennt und geschädigt wurden. Wetback war eine abschätzige Bezeichnung für Mexikaner, mexikanische Amerikaner und Chicanos, die in den USA gelebt haben. Wetback wurde zum schimpfwortartigen Begriff für alle Menschen mit lateinamerikanischem Aussehen. Man schätzt, dass bei der größten Massendeportation der US-Geschichte ungefähr 1,3 Millionen Menschen in wenigen Wochen nach Mexiko abgeschoben wurden. In den Folgejahren finden weiterhin Abschiebungen statt, doch nicht mehr im Ausmaß der Operation Wetback. Paradoxerweise kommen mit dem Bracero-Programm bis 1964 gleichzeitig ungefähr 2 Millionen mexikanische Arbeiter auf legalem Weg ins Land. Das alles geht auf ein tiefer liegendes Problem zurück. Die US-Politik wurde vom Blickwinkel der weißen Vorherrschaft bestimmt. Die entscheidet, wer hier leben darf und wer nicht. Oft werden die Leute wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sprechweise und auch wegen der Vorstellung eines amerikanischen Narrativs diskriminiert. Genau das haben wir bei der Operation Wetback gesehen. Die Geschichte zwischen den USA und Mexiko wiederholt sich ständig. Während der Ära Trump wurde die mexikanische Einwanderung erneut zum Politikum, das sich in der Verlängerung der Grenzmauer gezeigt hat. Es wird Zeit für die Lösung unseres Rätsels. Wie gelang es den Briten, den Taj Mahal während des Zweiten Weltkriegs verschwinden zu lassen? Mit Bambus. Im Krieg muss man mit dem arbeiten, was da ist. Und an Bambus mangelt es in Indien nicht. Da die Engländer befürchten, der Taj Mahal könne von japanischen Fliegern bombardiert werden, tarnen sie ihn mit einem Bambusgerüst. Statt strahlend weiß ist der Palast nun braun und viel unauffälliger. Eine technische Meisterleistung, die letztendlich gar nichts bringt. Denn die Japaner überfliegen dieses Gebiet nicht ein einziges Mal.
Und mit dieser Anekdote verabschieden wir uns für heute. A bientôt!